Das hat draußen auf dem Kochentor gepoltert. Da hat jemand um Hilfe gepläht. Und auf einmal ging das Kochentorlicht aus. Da habe ich kurz die Tür aufgemacht und gleich wieder zu. Und dadurch kam ein Rauchschwaden in die Tür hinein. Aufregung für die Mieter eines Mehrfamilienhauses in Leipzig-Grünau am Mittwochmorgen. Gegen 8.20 Uhr musste die Feuerwehr zu dem Sechsgeschosser ausrücken. Also wir hatten hier ein Feuer im Treppenhaus in diesem Mehrfamilienhaus in der Seliner Straße 1. Zu Beginn war es für uns gar nicht richtig erklärbar, wo es brennt. Am Ende hat sich herausgestellt, dass in der 5. Etage im Treppenhaus eine abgestellte Couch sich entzündet hat und diese starke Verrauchung verursacht hat. Brennbare Materialien haben in Treppenhäusern nichts zu suchen. Und man sieht hier eine kleine Ursache, große Wirkung. Die an den Flur angrenzenden Wohnungen blieben verschont. Rettungskräfte brachten 20 Bewohner in Sicherheit. 7 Personen mussten vor Ort mit Atembeschwerden behandelt werden. 5 wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.